Zu Beginn dieser Mustervorlesung möchte ich Ihnen kurz sagen, wer ich bin und mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Heiko Hartmann, ich bin Professor für Verlagsmarketing im Studiengang Buch- und Medienwirtschaft hier an der HTWK seit 2013 und unterrichte unter anderem Module wie Publikationsprozesse, internationaler Medienhandel, die Einführung in die Buch- und Medienwirtschaft, Produkt- und Programmpolitik, aber auch allgemeines Medienmarketing. Ich habe vor meiner Zeit als Hochschullehrer 15 Jahre lang in verschiedenen Verlagen gearbeitet. Ich war Redakteur beim Bertelsmann Lexikon Verlag in Gütersloh. Ich war 9 Jahre lang Cheflektor für Sprach- und Literaturwissenschaft beim Wissenschaftsverlag De Gruyter in Berlin und dann 3,5 Jahre Leiter des Akademieverlages in Berlin, bevor ich dann ganz in die Lehre zurück konnte und seit 2013 hier in Leipzig unterrichte, was ich sehr, sehr gerne tue, denn es ist für mich ein Traumberuf, mit Ihnen und mit den Studierenden hier an der HTWK zu arbeiten, zu diskutieren und Vorlesungen zu halten, wie diejenige, die Sie jetzt gleich von mir präsentiert bekommen. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Vorlesung Buchhandel Verlagswirtschaft und ich möchte heute mit Ihnen sprechen über ein wichtiges Thema des aktuellen Verlagsmarketings. Es soll heute in dieser Vorlesung gehen um das Thema Markenpolitik in Verlagen. Können Verlage Markenpolitik machen, wie wir es etwa aus der Konsumgüterindustrie kennen? Wie können sie mit Marken arbeiten? Wie können sie Marken aufbauen? Geht das überhaupt, mit Marken in der Verlagswirtschaft zu arbeiten, wo man weiß, dass zum Beispiel Verlagsnamen beim Kauf eines Buches bei den wenigsten Buchkäufern eine entscheidende Rolle spielen. Das soll das Thema sein. Zu dieser Vorlesung möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Und Sie können meine Ausführungen verfolgen und gleichzeitig dann auch die Folien, die ich Ihnen bereitstelle und in denen Sie dann Abbildungen und Beispiele sehen, auf die ich in meinem Vortrag eingehe und die alle Argumente und Thesen noch einmal bebildern sollen. Also eine spannende Frage, können Verlage Markenpolitik machen? Fragen Sie sich einmal selber, wenn Sie ein Buch kaufen in der Buchhandlung, wissen Sie nach dem Kauf eines Buches, von welchem Verlag dieses Buch eigentlich herausgegeben wurde? Oder gehen Sie in eine Buchhandlung und fragen ganz gezielt nach einem Surkamp-Buch oder einem Hansa-Buch? Ich denke, diese Fragen würden Sie unmittelbar verneinen und das geht auch mir so. In der Regel entscheiden wir uns beim Buchkauf nach Inhalten, nach Themen und nach Autoren. Das heißt, man geht in eine Buchhandlung und möchte den neuen Sebastian Fitzek kaufen. Ob der dann bei Drömer Knauer oder bei Surkamp oder bei Piper erschienen ist, ist im Grunde für den Buchkäufer meistens relativ irrelevant. Wir wissen aus empirischen Untersuchungen, die immer wieder durchgeführt worden sind, dass die wenigsten Buchkäufer beim Verlassen einer Hugendubel-Filiale wissen, von welchem Verlag das Buch stammt, das sie soeben erworben haben. Und selbst wenn man gezielt nach Verlagsnamen fragt, und das hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels immer wieder getan, kennen Sie Rowohlt? Was verbinden Sie mit Surkamp? Welche Hansa-Bücher können Sie uns nennen? Welche Bücher gibt Reklam heraus, dass nur die wenigsten Buchleserinnen und Buchkäufer mit diesen Verlagsnamen etwas anzufangen wussten. Das war natürlich immer anders, etwa bei Namen wie Brockhaus oder Langenscheid. Aber Marken sind offensichtlich im Verlagsmarketing und in der Verlagswirtschaft ein schwieriges Thema, das viel schwieriger auch im Marketing einzusetzen ist, als das in der Konsumgüterindustrie geschieht. Wenn Sie in eine Rewe-Filiale gehen, dann sind Sie von Marken, die Sie kennen, umstellt und treffen vielleicht auch danach Ihre Kaufentscheidung. Und das scheint im Verlagsmarketing nicht so zu sein. Klären wir nun zunächst mal den Begriff der Marke. In der Wissenschaft ist es immer so, dass man zunächst alle Begriffe, mit denen man arbeitet, sauber definieren muss, um dann solide mit ihnen argumentieren zu können. Was ist eine Marke? Diesen Begriff wollen wir marketingstrategisch heute definieren. Das heißt, ich blende die rechtlichen Dimensionen aus. Natürlich gibt es ein
ausdifferenziertes Markenrecht, das Marken schützt und auch die Exklusivität von Markenlogos zum Beispiel unter Schutz stellt. Diesen Bereich klammere ich mal aus. Markenrecht. Welche Relevanz haben Marken im Marketing? Und da würden Sie jetzt sagen, naja, eine Marke, das ist ein Zeichen, das kann eine bestimmte Musik sein, eine bestimmte Farbe, eine Schriftart. Also alles, was mir ein bestimmtes Produkt in besonderer Weise auszeichnet, sodass ich etwa bei Tütensuppen sofort an Maggi denke, eine bestimmte Farbe vor mir sehe, vielleicht sogar einen bestimmten Werbejingle höre. All das verbinde ich mit dieser Ausgestaltung einer Marke. Das ist nicht falsch, aber eine Marke nur nach ihren äußeren Ausprägungen zu beschreiben, wäre für unsere Marketingzwecke viel zu wenig. Und deshalb schließe ich mich in der Definition des Begriffs Marke an die Definition von Heribert Meffert, einem der bedeutendsten Forscher und Publizisten im Feld des Marketings in Deutschland. Und Meffert definiert Marke als ein fest verankertes, unverwechselbares Vorstellungsbild, das Kunden im Kopf haben, wenn sie an ein bestimmtes Unternehmen oder an ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Leistung, einen bestimmten Service dieses Unternehmens denken. Das heißt also, eine Marke gibt ein Markenversprechen, lädt ein bestimmtes Produkt mit einem ganz bestimmten Markenversprechen einer Markenpersönlichkeit auf. Es geht dann also um Aspekte wie Vertrauen, Loyalität, Bindung an eine Marke, das Vertrauen, dass die Qualität immer dieselbe bleibt, sodass ich dann als Kunde gegebenenfalls auch bereit bin, dafür mehr Geld auszugeben. Der Marketingbegriff von Marke geht also über den Begriff der Vorstellung von einem Produkt oder einem Unternehmen, löst sich also gewissermaßen von Jingles und Farben und Schriften. Die müssen quasi nur das, was die Marke wirklich ist, dann schließlich visualisieren und umsetzen. Aber die Marke ist gewissermaßen im Kopf der Kunden. Es handelt sich um eine Vorstellung. Eine Marke kann man nicht einfach so erfinden. Eine Marke entwickelt sich im Grunde im Dialog zwischen einem Unternehmen und einem Kunden oder den Kunden, den relevanten Zielgruppen. Ich kann jetzt also nicht hergehen und eine Limonadenmarke erfinden und damit in den Markt gehen und sagen, so, hier ist jetzt eine neue Marke. Marke wird dieses Produkt erst, wenn die Kunden dieses neue Produkt als auch als Marke kennen, es als Marke akzeptieren und ein ganz gewisses positives Markenversprechen mit dieser Marke verbinden. Das heißt also, ein Unternehmen muss von sich aus definieren, wer sind wir, was leisten wir, was wollen wir bieten, was unterscheidet unser Produkt von den Produkten anderer Wettbewerber im Markt. Dann über eine geeignete Markenkommunikation diese Leistung und dieses Markenversprechen zum Kunden transportieren. Und auf Seiten des Kunden muss sich dann so etwas einstellen wie Akzeptanz, Bekanntheit natürlich auch und am Ende eine Präferenz für diese Marke. Erst dann, wenn das zusammenkommt, das Selbstbild eines Unternehmens mit seinen Produkten und die Akzeptanz der Kunden, dass dieses Markenversprechen auch tatsächlich gilt, erst dann entsteht so etwas wie eine Marke. Und das kann manchmal ein sehr langer, sogar jahrelanger Prozess sein, eine Marke auf diese Weise zu etablieren. Die Funktionen von Marken liegen auf der Hand. Ich denke, uns allen ist klar, wir haben es in der Regel mit sehr reifen, sehr gesättigten Märkten zu tun. In diesen gesättigten Märkten müssen Produkte differenziert werden, damit die Kunden eine Auswahl treffen können, damit sich die Produkte hinreichend voneinander unterscheiden. Also das wäre eine wichtige Funktion von Marken, Differenzierung in gesättigten Märkten, sodass ich eben gezielt als Kunde zum Nutella-Glas greife und alle anderen Nuss-Nougat-Cremes von vornherein ausschließe. Eine einheitliche Markierung, eine Marke sorgt dafür, dass Produktfamilien, denken Sie etwa an Nivea, um ein anderes Beispiel zu nennen, immer gleich aussehen, dass sie einen hohen Wiedererkennungswert haben. Marken schaffen auf diese Weise Kundenbindung, schaffen Vertrauen, sorgen vielleicht sogar zu einem halbautomatischen Kaufverhalten, dass ich andere Kaufalternativen gar nicht mehr in Betracht ziehe, sondern tatsächlich immer nur die Nivea-Creme kaufe und immer nur mich an diese eine Marke binde. Marken erlauben eine differenzierte Produkt- und Kommunikationspolitik. Denken Sie etwa an die Möglichkeit, ein Produktportfolio, denken Sie an Waschmittel etwa,
über verschiedenste Konsumentenmarken nach Preis und Qualität zu strukturieren, sodass ich Marken nutzen kann, um ganz unterschiedliche Marktsegmente und Kundensegmente zu adressieren und zu erreichen. Und schließlich rechtfertigen Marken in der Regel höhere Preise, senken also die Preiselastizität von Produkten im Markt, Markenprodukte eben. Sie finden in den Folien einige Beispiele, durchaus auch ganz gezielt aus dem Konsumgüterbereich genommen. Iglu ist ein gutes Beispiel. Iglu hat mal angefangen mit Fischstäbchen und gefrorenem Fisch und Tiefkühlkost und hat inzwischen diese Marke ausgedehnt auf ganz unterschiedliche Produkte bis hin zu Gebäck und Fleischprodukten, Gemüseprodukten und so weiter. Das ist einerseits, da sehen Sie die Funktion der Marke. Die Marke Iglu hält auch rein grafisch und optisch auf den Verpackungen dieses ausdifferenzierte Produktportfolio zusammen und erlaubt gleichzeitig das in der Marke sitzende Vertrauen, das Markenversprechen von den ursprünglichen Fischstäbchen jetzt auf immer neue Produkte zu transferieren, sodass jedes neue Produkt im Markt keinen Kaltstart erlebt, sondern immer bereits mit dem Markenversprechen von Iglu ausgestattet ist. Vielleicht noch einige Beispiele aus dem Medienbereich, denn da wollen wir jetzt ja gleich hinkommen mit der Frage, ja, wie kann denn diese Leistung von Marken aus dem Konsumgüterbereich, wie kann das denn adäquat auf die medienökonomische Welt übertragen werden? Wir haben eine ganz ähnliche Methodik in unseren Märkten, in Buch- und Zeitungs- und Zeitschriftenmärkten, Produkte mit einem Branding, also Marken, auszustatten. Denken Sie etwa an eine Zeitschrift wie den Stern. Da haben Sie den weißen Stern im roten Feld und daneben die Schriftmarke Stern. Oder denken Sie etwa an Verlagslogos wie S. Fischer. Da haben Sie links immer den Fischer, der sein Netz ins Wasser wirft und daneben steht dann S. Fischer. Also eine Marke auch im Medienbereich besteht in der Regel aus einer Bild- und einer Schriftmarke. Da unterscheiden sich Buchverlage kaum von Unternehmen der Konsumgüterbranche. Nun, woraus bemisst sich der Wert, die Kraft, die Effektivität einer Marke? Eine Marke muss eine Geschichte haben. Also Marken kann man nicht pausenlos reformieren und immer wieder mit neuen Logos und neuen Markenversprechen ausstatten. Marken wirken dann besonders gut, wenn sie alt und bewährt sind. Stichwort Braukunst seit 200 Jahren. Ja? Also die Markenhistorie. Dann natürlich die Markenbekanntheit. Eine Marke kann nur dann wirken, wenn sie ubiquitär ist, wenn sie also weithin bekannt ist. Marken, die nur einer kleinen Nischengruppe bekannt sind, haben wenig Durchschlagskraft im Markt. Marken müssen einen Nutzen kommunizieren. Also wenn sie ein Alleinstellungsmerkmal kommunizieren können, Marken, dann sind sie besonders wirksam im Markt. Und es muss eine Markenpräferenz auf Seiten der Kunden geben. Auch dann sind Marken besonders wertvoll, die dazu führen, dass Kunden sich treu an diese Marke binden. Einige der wertvollsten Marken in der Welt sind zum Beispiel Marken wie Coca-Cola, wie Apple, aber auch Automarken wie Mercedes-Benz oder BMW. Und wenn wir in den Medienbereich gehen, natürlich große Unternehmen wie zum Beispiel Netflix, Disney. Aber um ein anderes Beispiel, eine Weltmarke zu nennen, etwa eine solche Zeitschrift hier, die Vogue. Das ist eine Weltmarke, ein Fashion-Magazin, das es in der ganzen Welt in über 80 Ländereditionen gibt. Und das ist eine solche Medienmarke, die also mit diesem Schriftzug Vogue arbeitet. Der wird immer etwas anders eingefärbt, aber eben kontinuierlich diese Zeitschrift brandet und in allen Ländermärkten, in denen diese Zeitschrift verkauft wird, entsprechend sichtbar ist. Das sind einige wichtige Aspekte, die den Wert einer Marke ausmachen. Und Sie sehen schon, Markenaufbau hat etwas mit Kontinuität, mit Kommunikation und mit gleichbleibender Qualität zu tun, damit die Marke nicht beschädigt wird. Markenpolitik im Unternehmen bedeutet in der Regel, mit einer ausdifferenzierten Markenarchitektur zu arbeiten. Das heißt, eine Hierarchie von Marken in einem Unternehmen mit ausdifferenziertem Portfolio zu benutzen, wo man dann quasi von einer Dachmarke im Portfolio die verschiedenen kleineren Marken, die darunter sitzen, quasi herunterkaskadiert. Also wir unterscheiden in der Markenarchitektur Dachmarken, das sind meistens Unternehmensmarken, also zum Beispiel
Der Firmenname ZDF zum Beispiel wäre eine solche Dachmarke. Wir unterscheiden die Dachmarke von Serien- oder Familienmarken. Also eine Serienmarke beim ZDF wäre zum Beispiel ZDF Heute, Heute Journal, Heute Show. Das ist sozusagen eine kleine Markenfamilie, eine Serie, eine Reihe, die das ZDF pflegt. Und Einzelmarken, wo also einzelne Produkte, in dem Fall zum Beispiel eine Einzelsendung wie Maybrit Illner oder Frontal 21, für sich eine Einzelmarke bildet. Also das muss man sich merken, das sind sozusagen die drei Grundbausteine einer Markenarchitektur: Dachmarke, Serienmarke, Einzelmarke. Wir werden sehen, inwieweit Verlage diese Markenhierarchisierung, diese Markenarchitektur nutzen können und welche dieser Instrumente, die ich jetzt erstmal sehr allgemein erläutere, bei uns im Verlagsmarketing überhaupt eine Rolle spielen. Vielleicht, um das Allgemeine dann auch abzuschließen, wäre in der Markenpolitik noch zu unterscheiden zwischen Herstellermarken, also zum Beispiel Miele, Handelsmarken, das sind Marken, die zum Beispiel Lidl oder Aldi erfinden, um Produkten verschiedener Hersteller einen Namen zu geben, zum Beispiel Bioprodukte bei Aldi mit Gut Bio zu branden oder Nuskati als Namen, als Marke zu erfinden, um die von Centis eigentlich hergestellte Nuss-Nougat-Creme bei Aldi mit einem Markennamen auszustatten. Also solche Handelsmarken finden Sie vielfältig im Lebensmittelbereich und Dienstleistungsmarken. Das sind Marken von Unternehmen, die eben gar keine physischen Produkte handeln, sondern die mit intangiblen Services, also Dienstleistungen, handeln. Zum Beispiel McFit, also eine Kette von Fitnessstudios, oder etwa auch Carglass, also ein Unternehmen, das Autoschatten repariert. Ich glaube, damit haben wir zunächst mal die wichtigsten Konstituenten eines qualifizierten Markenbegriffs beisammen. Sie wissen jetzt, dass eine Marke eben nicht nur ein Zeichen oder eine Farbe oder eine Schrift ist, sondern dass eine Marke vor allem ein Markenimage, ein Markenversprechen, eine Vorstellung im Relevant Set der Zielgruppen evoziert, also eine positive Assoziation natürlich im Idealfall, die zu Markenbindung, Markentreue und natürlich dann im Idealfall zu einer Kaufentscheidung führt. Und Sie wissen jetzt, dass man Marken hierarchisieren kann nach Dachmarken, Familienmarken und Einzelmarken. Nun schauen wir uns mal Beispiele aus dem Verlagsmarketing an, die zum Teil ganz ähnlich gestaltet sind, wie wir es auch in der Konsumgüterbranche antreffen. In den beigefügten Folien finden Sie noch einmal Zusammenfassung gewissermaßen dessen, was ich bis jetzt gesagt habe. Das Beispiel Ferrero. Ferrero kennen Sie alle als Hersteller leckerer Schokoladenprodukte. Ich nehme ganz gerne aus anderen Branchen auch durchaus mal solche Beispiele, um zu verstehen, welche Marketinginstrumente es gibt, um dann zu fragen, wie können wir die eigentlich ins Verlagsmarketing transferieren. Und damit zum einen eben die Dachmarke Ferrero, das ist der Name des italienischen Unternehmens. Und dann haben Sie aber auch Familien- und Serienmarken in diesem Portfolio, also zum Beispiel Kinder, Kinderschokolade, Kinderüberraschung und so weiter. Und Sie haben Einzelmarken, also zum Beispiel Raffaello oder auch Nutella. Ja. Da haben Sie also in dem Portfolio dieses einen Unternehmens alle Bereiche, alle Elemente einer ausdifferenzierten Markenarchitektur beisammen. Schauen wir uns an, wie Verlage damit umgehen. Ich hatte ja bereits gesagt, es fällt Verlagen schwer, mit ihrem eigenen Verlagsnamen Markenpolitik zu machen, weil der Verlagsname selber häufig den Kunden unbekannt ist oder der Verlagsname kein homogenes, kein dezidiertes Markenversprechen kommunizieren kann. Und dann ist es natürlich häufig auch für Verlage sehr schwer, ein homogenes Markenversprechen zu formulieren, weil das Programm eben nicht so einlinig ist. Ferrero hat es leicht, die machen Schokoladenprodukte und können das leicht, also in einer bestimmten Markenphilosophie auch kommunizieren. Aber nehmen Sie mal einen Verlag wie C.H. Beck, der von Literatur über Geschichte bis hin zu Philosophie, Kunst,
und Naturwissenschaften so ziemlich jedes Thema im Programm hat, wie soll ein solcher Universalverlag ein dezidiertes, ein homogenes Markenversprechen für die Marke C.H. Beck kommunizieren? C.H. Beck ist zum Beispiel eine Marke im Bereich Rechtswissenschaften, Jura, ist der führende Juristenverlag in Deutschland. Da ist es tatsächlich so, da haben wir ein klares Thema, eine klare Zielgruppe, ganz bestimmte Disziplinen. Und da ist es dann möglich, einen Verlagsnamen auch als Verlagsmarke aufzuladen. Aber die meisten Verlage haben ein so buntes, ein so heterogenes Programm, dass es ihnen schwerfällt, mit ihrem Verlagsnamen als Dachmarke zu arbeiten. Deshalb finden wir in der deutschen Verlagswirtschaft relativ wenig echte Dachmarken. Das Beispiel Langenscheidt wäre eine solche Dachmarke. Ein Verlag, der sich spezialisiert hat auf zweisprachige Wörterbücher, gelbe Wörterbücher mit hellblauem L. Das ist ein ganz klares Markenversprechen, eine ganz eindeutige Markenpersönlichkeit. Und der Verlag Langenscheidt kann daher seit Jahrzehnten mit dieser gut etablierten Dachmarke Langenscheidt, das blaue L, arbeiten. Ein anderes Beispiel wäre der Ravensburger Verlag, der Marktführer im Bereich Kinder- und Jugendbuch in Deutschland. Sie alle kennen das blaue Dreieck, das bei den Spielen von Ravensburger und auch bei den Büchern immer unten rechts in der Ecke zu sehen ist. Also eine klare Dachmarkenpolitik. Auch hier hat sich der Verlag fokussiert auf eine bestimmte Zielgruppe und ein bestimmtes Genre, nämlich Kinder- und Jugendbuch. Und dann ist es eben möglich, ein homogenes Markenversprechen zu geben und eine homogene, stimmige Marke aufzubauen. Anderes Beispiel aus der Pressewirtschaft wäre etwa die Zeit. Die Zeit ist eine Dachmarke und ist inzwischen in der Lage, verschiedenste Produkte zu branden, zum Beispiel das Zeitmagazin, verschiedene Zeitschriften, etwa Zeit Campus oder eben auch die Zeitakademie, wo man Audio-Podcasts von Experten zu bestimmten Themen wie Kunst, Literatur, Musik und so weiter bekommen kann. Also eine solche Dachmarke erlaubt es dann eben auch, immer wieder neue Produkte unter dieser Marke zusammenzufassen und das einmal generierte Vertrauen, das in der Marke steckt, immer wieder auf neue Produkte zu transferieren. Und das gelingt der Zeit, als einem Beispiel aus den Medienmärkten zum Beispiel, sehr, sehr gut. Ein anderes Beispiel ist Gräfer und Unser, der führende Ratgeberverlag im deutschen Buchmarkt, der seit vielen Jahrzehnten mit diesem gelben Logo arbeitet und den markanten serifenlosen Buchstaben G, U, Gräfe und Unser und damit im Markt deutlich heraussticht von allen anderen Konkurrenten. Wenn Sie auf die Webseite von Gräfe und Unser gehen, da wird sogar explizit ein Markenversprechen, ein Qualitätsversprechen, das sich mit diesem Logo verbindet, kommuniziert und ausgestellt. Das heißt, das ist einer der wenigen Verlage, die wir in Deutschland haben, die eine echte Dachmarkenstrategie fahren können. Eine andere Dachmarkenstrategie finden Sie etwa im Reiseführerbereich. Der Reiseführerverlag Meyer Dumont, der solche Marken etwa wie Baedeker oder auch Lonely Planet oder Marco Polo eben in seinem Portfolio hat, hat zum Beispiel hier eine klare Dachmarkenstrategie beim Baedeker. Baedeker wird als mit blauer Schrift, blauem Zeichen immer wieder auf die Bücher, auf das Cover gedruckt. Wir haben ein klares Corporate Design bei diesen Reiseführern mit dieser Kombination aus Rot und Blau und dann der weißen Schrift für die Destination. Eine klare Dachmarkenstrategie, die aber eben auch hier leicht ist, weil es hier immer um Reiseführer und immer um Reiseziele geht. Ein Verlag zum Beispiel wie Matthes und Seitz, das ist jetzt mal ein Beispiel aus der Belletristik, verzichtet hier sogar, um einer schönen Buchästhetik und um einen spezifischen Designs willen, komplett darauf, den Verlagsnamen auf der O1 des Buches, also der Frontseite bzw. dem Rücken abzudrucken, sondern möchte das Buch hier interessant gestalten. Das Buch heißt Dunkle Zahlen und der Verlag erscheint dann ganz, ganz klein hinten drauf. Ein solcher Belletristikverlag würde sich tatsächlich aufgrund der Vielfalt seiner Themen und Autoren sehr, sehr schwer tun, eine homogene Markenpolitik auszugestalten, wie es etwa einem Reiseführerverlag gelingt oder einem Wissenschaftsverlag oder einem Ratgeberverlag wie Gräfe und Unser. In den Folien finden Sie auch das Beispiel der Bild-Zeitung. Auch das ist eine besonders mächtige und wirkungsvolle Medienmarke im deutschen Markt. Die Bild-Zeitung seit den 50er Jahren, die Boulevardzeitung in Deutschland, diese dicken weißen
Lettern auf rotem Grund, Bild dir deine Meinung. Und diese Medienmarke ist eben auch eine solch starke Dachmarke, dass es Axel Springer gelungen ist, ein ganz ausdifferenziertes Zeitschriften- und Zeitungsportfolio mit dieser Dachmarke zu strukturieren und zu gestalten. Denken Sie an die vielen anderen Zeitschriften mit der Marke Bild, Autobild, Sportbild, Bild der Frau, Bild am Sonntag und so weiter. Also eine ganze Produkt- und Markenfamilie, die aber alle von der Dachmarke Bild zusammengehalten hat. Besonders spannend ist das Beispiel Autobild, ein Automagazin des Axel Springer Verlages wird in Hamburg gemacht und ist in über 50 Ländern in Lizenz verkauft. Und überall, selbst in Asien und in Ländern mit völlig anderen Sprachen und Schriftzeichen, heißt dort diese Zeitschrift Autobild. Da ist es also sogar gelungen, diese sehr starke Dachmarke nicht nur zu transferieren auf eine andere neue Zeitschrift, sondern sogar international als Dachmarke sichtbar zu halten und als Qualitätsausweis zu nutzen. Das wäre die Dachmarke. Ihnen fallen möglicherweise auch noch viele weitere Beispiele ein. Aber wir haben im Medienbereich, wenn Sie an Disney denken, durchaus sehr starke Dachmarken, aber im Buchbereich und im Verlagsbereich sehr wenige. Mir würden im deutschen Markt etwa noch der Duden einfallen. Auch das ist eine starke Dachmarke. Aber ich behaupte mal, dass wir dann schon fast alle wirklich im Markt wirkmächtigen und von Kunden auch rezipierten Dachmarken bei Verlagen tatsächlich auch schon beisammen haben, weil die Verlagsnamen selber ebenso schwer zur Marke zu machen sind. Interessanter ist aber das Instrument der Reihen- und Familienmarke. Damit arbeiten sehr viele Verlage, weil es dann natürlich möglich ist, wenn sich eine bestimmte Reihe einmal etabliert hat, dass die Kunden bei dieser Reihe auch bleiben, dass sie treu sind, dass sie die nächsten Titel, die in dieser Reihe erscheinen, wieder kaufen. Und idealerweise würde auch der Buchhändler eben eine geschlossene Verlagsreihe, etwa im Bereich Belletristik oder auch im Bereich Sachbuch, Kinderbuch etwa, im Regal geschlossen zusammenstellen. Denken Sie nur etwa an die Reihe Die drei Fragezeichen, eine der berühmtesten Reihen von Kosmos Frank im Sektor Kinder- und Jugendbuch. Das heißt also, Reihenbildung ist ein sehr gutes Instrument für Verlage im doch sehr übersättigten Markt mit bald 80.000 Novitäten jedes Jahr Sichtbarkeit für die eigenen Titel zu generieren. Ein Grund dafür, dass man eben versucht, Reihen zu bilden, ist zum Beispiel, dass Sie gerade sehen, dass viele Romane immer gleich als Trilogie oder auch als vier- oder fünfteiliges Produkt auftreten. Denken Sie an Jojo Moyes, denken Sie an den Versuch über die Optik der Cover, etwa die Titel von Elena Ferrante bei Surkamp oder auch von Sebastian Fitzek bei Drömer, zwar nicht ausdrücklich als Reihe zu bezeichnen, aber doch durch die Optik zu einer Reihe zu gestalten mit hohem Wiedererkennungswert, um auf diese Weise Kunden zu binden und eben zum wiederholten Kauf der kommenden Bände zu animieren. Reihen sind zum Beispiel Fischer Tor, eine von S. Fischer aus den USA eingekaufte Reihe für Science Fiction und Fantasy. Reihen haben Sie zum Beispiel im Kinder- und Jugendsachbuch, wenn Sie an Was ist was denken oder auch die Memo-Reihe von Dorling Kindersley mit inzwischen vielen Dutzend einzelnen Themenbänden. Die drei Fragezeichen hatte ich schon erwähnt, eine ganz bedeutende, erfolgreiche Reihe bei Kosmos Frank, die sogar schon transferiert werden kann auf Non-Book-Produkte, zum Beispiel Detektivsets oder Spiele, Hörspiele und so weiter. Und ich habe sogar gesehen, dass ein Shampoo mit den drei Fragezeichen gebrandet war, mit dem Versprechen, dass ich, wenn ich mit diesem Shampoo dusche, dann bereit bin am frühen Morgen schon für meinen nächsten Fall. Also ein schönes Beispiel für das Marketinginstrument des Markentransfers von bekannten Produkten auf neue Produkte oder Produkte in völlig anderen Marktsegmenten. Weitere Beispiele für Familien- und Serienmarken im Medienbereich haben Sie bei Zeitschriften. Wenn Sie zum Beispiel die Marke National Geographic nehmen, da haben wir eine klassische Familienmarkenstrategie, denn eine solche Zeitschriftenmarke kann jetzt übertragen werden auf Formate wie National Geographic Kids, National Geographic Adventure, National Geographic Traveler und so weiter. Das heißt also, hier kommen auch gewissermaßen Dachmarke, National Geographic und Familienmarke in der Bildung einzelner Zeitschriften, Serien und Unterreihen zusammen zum Einsatz.
Eine berühmte Familienmarke ist die Dummy-Reihe, die von VCH Wiley in Deutschland herausgegeben wird. Eine weltweit sehr erfolgreiche Sachbuchreihe, die verspricht Wissen mit Spaß, Wissen ohne Zugangsbarrieren, Wissen ohne Hürden. Selbst ich als Laie kann dort etwas über Astronomie lesen und es auch verstehen, von Fachleuten geschrieben, aber auf humorige, auf leichte, auf eingängige Weise. Ein klares Markenversprechen und eine der ganz erfolgreichen Familienmarken im deutschen Sachbuchsegment. Und dann haben wir Einzelmarken. Einzelmarken auch im Medienbereich in Hülle und Fülle. Ich hatte vorhin schon das Beispiel einzelner TV-Marken, etwa beim ZDF genannt. Denken Sie an starke Einzelmarken wie Wer wird Millionär? Die Tagesschau, eine der bedeutendsten und stärksten Marken des deutschen Fernsehens. Terra X, die Lindenstraße, gibt es jetzt gerade nicht mehr, nach Jahrzehnten dann endgültig mal ausgelaugt. Der Tatort oder auch Castingshows wie Deutschland sucht den Superstar. Das sind sehr starke TV-Einzelmarken, dann ganz klaren Markenversprechen. Und die Gestalter solcher TV-Formate legen großen Wert darauf, dass alle Regeln, die sie bei der Erfindung solcher Formate mit auf den Weg gebracht haben, bestimmte Jingles, die Studioausstattung, wie der Moderator sitzt, die Farben, die Abläufe und so weiter, dass das streng eingehalten wird, damit diese Einzelmarke auch wirklich eine wiedererkennbare Einzelmarke bleibt und nicht etwa durch Lizenzverkauf in alle Welt verwässert wird. Starke Einzelmarken im Verlagsmarketing kennen Sie vielleicht noch aus der Schulzeit, denken Sie an den Strohwasser, das war Ihr deutsch-lateinisches Wörterbuch. Denken Sie an den Dierke-Weltatlas, den werden Sie möglicherweise im Geografieunterricht benutzt haben. Denken Sie an den Putzka, den historischen Weltatlas. Also immer wenn solche Autorennamen zu einer Marke geworden sind und ich sagen kann, der Kluge, der Dornseif, der Dirke, der Putzka, der Pschyrembel, Medizinwörterbuch, dann ist im Grunde ein solcher Autor zu einer Einzelmarke geworden und das sind eben ganz starke Titel, die über Jahrzehnte funktionieren und sich im Buchhandel als Steadyseller erweisen. Sie haben auch Weltmarken, die sehr starke Einzelmarken sind. Denken Sie etwa an das Guinness Buch der Rekorde, eine Weltmarke, die jedes Jahr mit hohen Millionenauflagen weltweit verkauft wird, in Deutschland übrigens von Ravensburger. Oder denken Sie an den berühmten Restaurantführer, den Guide Michelin. Wird in Frankreich gemacht, aber hat über 80 Länderausgaben in verschiedenen Sprachen und Ländern. Also der führende Restaurantführer, das Restaurant, das da drin steht, beziehungsweise sogar einen Stern bekommt von den Experten des Guide Michelin, ist fein raus, weil das bedeutet, dort aufgenommen zu sein, in den Olymp der hohen Gourmet-Kunst und der Weltrestaurants aufgenommen zu sein. Das sind also ganz starke, weltweit wirksame Einzelmarken. Sie sehen, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Instrumente beisammen. Also einige Verlage können mit Dachmarkenpolitik arbeiten. Ein ganz wichtiges Mittel ist Reihen- und Serienbildung zur Kundenbindung, besonders auch im Kinder- und Jugendbuchbereich. Und wir haben starke Einzelmarken, die meistens über Jahrzehnte herangewachsen sind und sich zum Beispiel im Bereich Fachbuch oder auch Schule etabliert haben. Fehlen uns noch ein paar andere Methoden wie Verlage, denn das war ja unsere Ausgangsfrage. Wie können Verlage eigentlich Markenpolitik machen, wenn das so schwierig ist und wenn diese Branche doch so anders arbeitet als zum Beispiel in der Konsumgüterindustrie? Es gibt noch andere Methoden. Ein ganz wichtiges Instrument ist die Figurenmarke. Denken Sie etwa an Figuren im Kinder- und Jugendbuchbereich, zum Beispiel den Räuber Hotzenplotz, Pippi Langstrumpf, auch Disney-Figuren etwa wie Mickey Mouse oder Donald Duck. Oder denken Sie an Prinzessin Lillifee, Maluna Mondschein, die Olchis bei Oettinger. Das sind sehr starke Figurenmarken und die erlauben es den Verlagen, denken Sie an eine Prinzessin Lillifee, davon gibt es 8 oder 9 Bücher, die Geschichten um diese kleine Prinzessin erzählen. Aber das Non-Book- und Merchandising-Universum, das Koppenrad, der Münsteraner Verlag, im Laufe der Jahre um diese Lillifee herum gebaut hat, ist ungleich größer als die Bücherwelt. Dort gibt es nämlich Federmäppchen und Bettwäsche und Schulranzen und rosane Kleidchen, um sich selbst zu einer Prinzessin Lillifee zu machen und so weiter. Das heißt also,
Gerade Kinder- und Jugendbuchverlage versuchen, diese Kinderfiguren sehr stark zu einer Marke aufzubauen, um sie dann etwa für Merchandising-Zwecke zu nutzen. Der Koppenrath Verlag in Münster ist Meister darin. Ihnen werden sofort auch noch andere Beispiele einfallen. Dort gibt es nicht nur die Prinzessin Lilifee, da gibt es auch noch die Lieben Sieben und Captain Sharky und einige andere, die auch zum Teil sogar weltweit als Figurenmarke bei Eltern und Kindern beliebt sind und dann eben den Markentransfer möglich machen. Mindestens zwei weitere Instrumente der Markenpolitik in Verlagen brauchen wir noch. Ihnen ist vielleicht schon aufgefallen, dass viele Verlage ihr Programm in Unterverlagsnamen organisieren und aufteilen. In den Folien finden Sie das Beispiel des Ullstein Verlages. Der Ullstein Verlag in Berlin hat ca. 10 Verlagsimprints, das ist der Fachbegriff dafür. Mit diesen Imprints organisiert der Verlag quasi wie mit Handelsmarken sein Portfolio. Alle Titel zum Thema Spiritualität und Esoterik werden bei Ullstein publiziert vom Verlag Allegria. Da steht nur im Impressum ganz klein, dass das ein Verlag der Ullstein Verlagsgruppe ist. Aber der Verlag Allegria bündelt alle Spiritualitätsthemen von Ullstein. Oder der Verlag Ullstein Propyläen, dort finden Sie Politikerbiografien, politische Sachbücher, historische Titel und so weiter. Also das sind Imprints, die dann für bestimmte Zielgruppen geschaffen werden, weil sie ganz bestimmte Inhalte bündeln sollen und distribuieren sollen. Also Imprintpolitik ist eine wichtige Strategie. Im Moment muss man zum Teil sagen, wachsen die Imprints wie Pilze aus dem Boden. Die Verlage versuchen, diese fragmentierten Zielgruppen im Markt, gerade auch jüngere Zielgruppen, mit immer neuen Imprints zu erreichen. Meistens werden an diese Imprints dann auch Social-Media-Kampagnen angebunden. Denken Sie etwa an den Versuch von DTV mit dem Imprint Bold, eine jüngere Zielgruppe, eine digital affine Zielgruppe im Alter zwischen 14 und 22 zu adressieren, also digitale Welt und Printwelt, Analogwelt miteinander zu verschränken. Das ist nicht gelungen. Aber das zeigt eben auch, solche Imprints sind nicht per se Marken. Sie werden erst dann zu Marken, wenn sie wirklich für ein homogenes, ein lange Zeit aufrechterhaltenes, ein wiedererkennbares Profil stehen und von den relevanten Zielgruppen dann als Imprintmarke tatsächlich auch gekannt und akzeptiert werden. Sonst, wie das bei DTV mit Bold passiert ist, ist das zwar ein netter Versuch eines Verlages, wieder eine neue Schublade für bestimmte Inhalte zu generieren, aber zu einer Marke ist zum Beispiel bei DTV dieses Imprint eben nicht geworden. Marken brauchen Kontinuität, sie brauchen einen langen Atem und Sie werden deshalb bei meinen Folien auch nochmal einige Beispiele aus der Konsumgüterindustrie finden. Denken Sie an Milka-Schokolade. Hat sich in gut 100 Jahren Produktgeschichte bis auf die lila Kuh, die irgendwann dazu kam, in der Farbgebung und in den Schriften kaum geändert. Denken Sie an die Reihe Was ist was? Diese Reihe hat in den letzten Jahren zwar die Optik der U1, also des Covers, immer wieder verändert unter dem Druck der Dorling Kindersley Konkurrenz. Inzwischen sind auch große leuchtende Fotos auf der U1 zu sehen, auf dem Cover zu sehen. Aber was doch immer geblieben ist, ist das Grunddesign und immer dieses kleine Quadrat mit dem Reihentitel Was ist was? Das heißt also, Marken brauchen Konstanz, Marken müssen evolutionär weiterentwickelt werden, um das einmal mit ihnen kommunizierte Markenversprechen nicht zu zerstören. Der Karmai Verlag in Bamberg hat über Jahrzehnte, man muss fast sagen 100 Jahre lang, nichts geändert an der Optik der Winnetou-Bände, die eine Optik ist des späten 19. Jahrhunderts. Aber die Sammler und die Karl-May-Liebhaber wollten den Karl-May genau in dieser grünledrigen, altertümlichen Ausstattung mit goldener Schrift haben, weil das für sie Karl-May war. Auch da hat der Verlag sich bewusst entschieden, diese Optik nicht zu verändern, obwohl diese Buchgestaltung heute längst aus der Mode gekommen ist. Oder denken Sie an die FAZ. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung benutzt heute immer noch in Frakturschrift den Namen der Zeitung auf der Titelseite. Natürlich hat man inzwischen das Layout etwas entschlackt und vereinfacht und die FAZ ist auf der Titelseite auch keine Bleiwüste mehr. Aber diese Frakturschrift, die relative Bildlosigkeit der Titelseite und die Anordnung der Rubriken, das ist doch geblieben und das ist ein Markenzeichen der FAZ.
die sich keinen Gefallen damit tun würde, würde sie jetzt radikal und revolutionär quasi ihre Optik und ihr Layout verändern. Das heißt nochmal, Marken brauchen Kontinuität und Marken brauchen eine evolutionäre Weiterentwicklung, wie es zum Beispiel der Reklamverlag über viele Jahrzehnte macht, mit diesen kleinformatigen Pappbändchen, Schulklassiker in der Regel, mit wenigen Farben, gelb, blau, orange, rot. Man weiß sofort, was man dort bekommt. Und die gelben Reklambändchen, kennen Sie vielleicht auch alle aus der Schule, das ist eine echte Verlagsmarke. Also Reklam ist einer der wenigen Verlage, der seinen Verlagsnamen wirklich über die Jahrzehnte zu einer stabilen Marke aufbauen konnte. Und das liegt eben auch an der Kontinuität des Layouts und der Buchausstattung. Und nun kommen wir zu einem letzten Aspekt der Markenpolitik in Verlagen. Wir haben also gesprochen über Dachmarken, Serienmarken, Einzelmarken, Imprints und Figurenmarken. Eine wichtige Dimension fehlt noch, die ist allerdings auch besonders diskussionswürdig. Sie alle kennen aus der Konsumgüterindustrie die Möglichkeit, mit Testimonials und Menschen, also mit Personen, Markenpolitik zu betreiben. Also zum Beispiel Christina Aguilera, eine US-Sängerin, von der gibt es von einem Parfumhersteller ein ganzes Programm an Parfums und Pflegeprodukten. Also diese Sängerin wird zum Brand, wird zur Marke, um ein Programm an Kosmetikprodukten und Parfums zu markieren. Ist so etwas auch möglich im Verlagsmarketing? Können wir mit Personen Markenpolitik machen? Und da werden Sie möglicherweise sagen, ja natürlich, denn die Verlage haben die Autoren, die Autorinnen und Autoren. Das sind ja, wenn es gelingt, sie zu einer Marke zu gestalten, sozusagen die ersten, die man zu einer Marke aufbauen müsste. Denn ich habe am Anfang gesagt, die Käufer von Büchern kaufen Bücher vor allem nach Autoren. Die Frage ist dann nur, was sind denn eigentlich die Bedingungen der Möglichkeit, Personen zu Marken zu machen, Autoren zu Marken zu machen? Denken Sie an unseren Markenbegriff vom Anfang. Marken kommunizieren ein Markenversprechen, ein Markenimage. Und Marken können visualisiert werden, können transferiert werden auf andere Produkte. Geht das auch mit Personen? Geht das mit Menschen? Es gibt durchaus Marketing-Theoretiker, die sagen, Personen können keine Marken sein. Aber Sie sehen, der Markenbegriff ist heute sehr weit und sehr groß. Selbst Städte und Landschaften können etwa im Tourismus als Marke aufgebaut und kommuniziert werden. Deshalb bin ich der Meinung, dass gerade Autoren in der Markenpolitik von Verlagen mit die wichtigste Bedeutung haben, wenn es denn gelingt, die Autoren entsprechend unserer Definition vom Anfang zu einer Marke zu machen. Jamie Oliver ist eine klassische Autormarke. Jamie Oliver steht für soziale, gute, preiswerte und gesunde Küche. Er hat dieses Markenversprechen aufgeladen, nicht nur durch seine Kochbücher und durch seine Zeitschriften, sondern auch durch die Teilnahme an Schulküchen, an Sozialprojekten, an Kochen für Obdachlose und so weiter. Also er hat sich über die Zeit ein ganz bestimmtes Markenimage geschaffen, das man auch beschreiben kann und das ihn von den ganzen feinen Chefköchen, die sonst so im Fernsehen und in den Gourmet-Kochbüchern auftreten, das ihn deutlich unterscheidet. Also man kann sehr klar beschreiben, welche Markenpersönlichkeit Jamie Oliver hat. Und deshalb ist seine Marke entsprechend auch transferierbar. Die Bücher sehen immer so aus, dass man ihn sieht, quasi wie ein Logo, wie eine Bildmarke. Darüber steht meistens einfach nur Jamie, das ist gewissermaßen die Schriftmarke. Und dann haben Sie die Möglichkeit, diese Marke jetzt zu transferieren. Seine Optik, seinen Schriftzug Jamie, das finden Sie auf seiner Zeitschrift, seinen Büchern, seinen Kochbüchern, seiner TV-Show und neuerdings sogar auf einem Weber-Grill. Das heißt, Weber nutzt die Automarke Jamie Oliver, um damit einen Grill zu branden. Dann liegt ausdrücklich eine Person, eine Automarke vor, wenn es sogar möglich ist, ganz andere Produkte damit zu markieren, die mit den Ursprungsthemen des Autors in diesem Fall, etwa seinen sozialen, seinen preiswerten Kochbüchern, nur indirekt in Bezug stehen. Eine andere schöne Reihenmarke ist Gudrun Dietze. Gudrun Dietze ist die Automarke des Buchverlags für die Frau hier in Leipzig. Gudrun Dietze macht Bücher über Torten, über thüringische Küche, über thüringische Suppen, über thüringische Nachtische. Also es geht um Regionalküche, schöne
hochwertig mit Fotos ausgestattete Bücher. Und Gudrun Dietze ist als freundliche Hausfrau, die gut kochen kann, immer mit einem weißen Schürzchen oben als kleines Emblem auf dem Cover neben dem Titel des Buches zu sehen. Das heißt, die Autorin, die Gudrun Dietze, kann wieder visualisiert werden. Sie kann quasi als Bildmarke eingesetzt werden und dann liegt ausdrücklich eine Autormarke vor. Viele Beispiele fallen Ihnen vielleicht auch selber ein. Eckart von Hirschhausen. Eckart von Hirschhausen schreibt nicht nur Bücher, sondern inzwischen gibt es bei Gruner und Jahr auch eine Zeitschrift, Eckart von Hirschhausen, Gesund Leben. Da sieht man immer Eckart von Hirschhausen quasi mit seinem Konterfei quasi als Bildmarke und dann seinen Namen, der ja auch schon auffällig ist, als Teil sozusagen der Schriftmarke. Ich würde sagen, Eckart von Hirschhausen, der ehemalige Arzt, der für Wissensvermittlung und gesundes Leben mit Humor und Spaß auch als Kabarettist steht, hat es geschafft, sich über die Jahre tatsächlich zu einer Personenmarke zu etablieren. Jeder kann sofort beschreiben, was das spezifische Profil dieses Autors ist. Peter Wohlleben, ein anderes Beispiel, der sympathische Förster, der einen unglaublichen Bestseller geschaffen hat mit Das geheime Leben der Bäume, in über 60 Ländern in Lizenz inzwischen verkauft. Es gibt einen Kinofilm, inzwischen gibt es Kinderbücher von Peter Wohlleben, es gibt weitere Titel über das Seelenleben der Tiere und so weiter. Und es gibt jetzt sogar auch ein Personality-Magazin, wiederum von Gruner und Jahr. Gruner und Jahr ist mit der Barbara sehr erfolgreich geworden, ist auch eine solche Autor- oder Personenmarke. Und das versuchen sie jetzt fortzusetzen, dieses Prinzip. Also gibt es jetzt auch eine Zeitschrift, die Peter Wohlleben herausgibt. Und die Zeitschrift heißt Wohllebenswelt. Da geht es also um den Wald und Waldbaden und die Biologie der Pilze und so weiter. Das ist eine klassische Autor, eine klassische Personenmarke. Denken Sie mal selber nach. Ihnen werden weiter noch viele Beispiele einfallen, gerade auch wenn vielleicht prominente Bücher schreiben, die vielleicht sogar viele Bücher in Folge schreiben, eine ganze Serie schreiben und die dann quasi als Bild, Schriftmarke auch auf dem Cover eingesetzt werden. Ein anderes Beispiel ist bei Herder etwa Anselm Grün, der berühmte Benediktinermönch, der mal in seinem Habit mit langem Rauschebart, also wie ein Idealmönch im Grunde benutzt wird, um damit Bücher über Spiritualität, Glücklichsein, das einfache Leben und so weiter zu branden. Das heißt also, die Bedingung der Möglichkeit, von einem Autor als Marke zu sprechen, wäre, er muss universell bekannt sein. Das hatten wir ja als Markenkriterium ohnehin auch schon gefunden. Mit ihm muss eine klare Positionierung, ein ganz klares Markenversprechen, ein ganz bestimmtes Bild, eine ganz bestimmte Botschaft verbunden werden, also ein homogenes Markenimage. Es muss erkennbar sein, dass der Verlag über lange Zeit in seiner Kommunikation und seiner Produktpolitik langfristig mit diesem Autor als Marke arbeitet und ihn als Marke quasi auch nach vorne bringt. Der Autorname ist gegebenenfalls wieder wichtiger als der Titel eines Buches, sodass man sagen kann, der neue Grün, der neue Fitzek, der neue Dan Brown, weil man bei diesen Autoren genau weiß, was man da bekommt, bei Fitzek etwa einen spannenden Psychothriller. Und dann fast egal ist, wie der Titel des Buches lautet, der Autorname ist das Entscheidende auf dem Cover, vielleicht sogar eben noch unterstützt bei Sachbüchern von seinem Konterfei. Und eine Autormarke liegt ganz klar dann vor, wenn dieser Autor mit seinem Namen, wie bei Jamie Oliver und Tim Grill, auf andere Produkte transferiert werden kann oder wenn sogar, wie bei Enid Blyton, nach dem Tod der Autorin, andere Autoren unter diesem Namen des ehemaligen Autors weiterschreiben können. Dann ist quasi der Autorname, oder denken Sie bei Enid Blyton auch an diesen Schriftzug, ist dann quasi eine Hülle geworden, eine Markenhülle, die aber als Marke so stark ist, dass andere Personen in sie hineinschreiben können. Das heißt, da hat sich dann die Marke von der physischen Existenz eines Menschen, eines Autors, komplett abgelöst und ist wirklich zu einer festen Automarke geworden. Wichtig ist mir an diesem Punkt, Bekanntheit alleine reicht nicht. Ich würde nie sagen, dass Heinrich Böll oder Günter Grass, auch bei Jojo Moyes etwa bin ich mir nicht sicher, dass das Marken sind. Das sind bekannte, großartige, interessante, attraktive Schriftsteller. Aber Bekanntheit alleine reicht nicht. Das Entscheidende muss sein, ich darf qualifiziert von einer Automarke nur dann sprechen, wenn ich ein ganz homogenes, klares, wiedererkennbares, unterschiedenes Profil festmachen kann.
Und da wäre zum Beispiel Karl May ausdrücklich eine Marke. Hermann Hesse, der ewige Autor des Sinns des Lebens, wäre eine Marke. Ob Goethe eine Marke ist oder Schiller, wie ich auch schon in Büchern gelesen habe, darf man trefflich diskutieren. Und die Grenzen sind da natürlich auch fließend von der Markenhaftigkeit zur bloßen Bekanntheit eines Autors. Sie sehen, im Marketing sind wir auch nicht in der Mathematik. Vieles ist am Ende auch Interpretations- und Ermessensfrage. Ich glaube, wir haben jetzt gut durchmessen, wie Verlage im Verlagsmarketing effektiv mit Markenpolitik umgehen können, dass Verlage durchaus Markenpolitik machen können, entweder mit dem Verlagsnamen, mit einem Imprint, mit einer Reihenmarke, einem Reihentitel, mit einer starken Einzelmarke, mit Figurenmarken oder eben mit Autoren, die tatsächlich zu Marken geworden sind. Das sind die sechs grundsätzlichen Optionen, die Verlage haben, um Markenpolitik zu betreiben. Meine These zum Schluss wäre, dass Verlage unbedingt versuchen müssen, Markenpolitik zu betreiben auf die eine oder andere Weise, weil die Medienmärkte schwieriger werden. Nicht nur haben wir 76.000 Novitäten in jedem Herbst auf der Frankfurter Buchmesse im deutschen Markt, sodass sich also die Verlage mit ihren Produkten unterscheiden müssen, Sichtbarkeit erzeugen müssen, und das wird immer schwieriger. Also die intramediale Konkurrenz im Buchmarkt wird stärker, aber viel gefährlicher für die Buchverlage ist natürlich die intermediale Konkurrenz, etwa durch Computerspiele, vom Internet, durch das Fernsehen, durch Streamingdienste wie Netflix oder auch Spotify. Wir sind umgeben heute von einer sehr vitalen, einer sich ständig weiterentwickelnden Medienwelt mit weiter expandierenden Medienmärkten. Und Verlage müssen darin sichtbar bleiben, müssen erkennbar bleiben und Kunden binden. Und da ist Markenpolitik ein ganz wichtiges Instrument. Nicht zuletzt deshalb, und das ist dann auch die letzte Folie, die ich Ihnen zeigen möchte, weil natürlich Verlage heute nicht mehr nur Bücher machen, sondern meistens ein crossmedial organisiertes Portfolio anbieten aus Büchern, aus E-Books, aus CD-ROMs, aus Non-Book-Produkten, aus vielleicht neuen Services. Refold Unser macht nicht mehr nur Bücher über Diäten und gesund Leben, sondern bietet inzwischen sogar Wellnesskurse an oder organisiert Konferenzen und so weiter. Das heißt, die Programme der Verlage differenzieren sich medial sehr stark aus, und ein solch ausdifferenziertes Portfolio aus elektronischen Produkten und analogen Produkten müssen sie in irgendeiner Weise wiedererkennbar zusammenhalten, und das geht in den schwieriger werdenden Märkten, die wir aktuell haben, am besten über eine sehr starke Marke. Deshalb wäre meine Schlussthese: Eine professionelle Markenpolitik wird besonders für Sach-, Fach- und Wissenschaftsverlage, aber durchaus auch für Belletristikverlage mit ihren starken Autoren in Zukunft zum Überleben in schwieriger werdenden Medienmärkten immer wichtiger werden. Mit dieser These möchte ich es für heute belassen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, und ich hoffe, ich konnte Ihnen auf diese Weise an einem durchaus interessanten Thema, zu dem natürlich noch viel zu sagen wäre, einen kleinen Eindruck davon vermitteln, mit welchen Themen wir uns hier an der HTWK beschäftigen. In der Regel findet eine Vorlesung nicht so monologisch statt, wie Sie es jetzt hier in diesem Beispiel erfahren, sondern in der Regel stelle ich Fragen an das Publikum, wir diskutieren miteinander, ich zeige Beispiele, wir denken miteinander nach, und dann bringe ich vielleicht wieder ein Wissensthema ein. Heute haben Sie mich einmal monologisieren hören. In der Regel finden Sie hier an der HTWK ganz lebendige Seminare vor, wo wir miteinander ins Gespräch kommen, miteinander Lösungen suchen, miteinander Thesen entwickeln. Und ich lade Sie herzlich ein, daran teilzuhaben und sich zu bewerben für ein Studium der Buch- und Medienwirtschaft an der HTWK.